So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, ja, Together. Together. Yeah. Mit Jannis mal wieder. Und ja, wir bauen das hier zu Ende, aber erstmal gehen wir pennen. Also ich Jo. jedenfalls. Keine Ahnung, ob Jannis auch Bock hat zu pennen oder so, aber. Oh Gott, Monster sollten ein sein. Wenn nicht ein sind, dann ist auch mal eine lustige Aufnahme ohne Monster. Ja, immer noch Default. Das war eben eine backende Spinne. Ist die hier Deswegen oder? 1,4. Also Zwei. 2. Ja. Ach, wir haben genau. Ja, genau, wir hatten hier zugebaut. Ja, genau, wir, das war unsere Wohnung. Ist mir auch gerade so eben eingefallen. Ich habe vor lange nicht mehr hier gezockt, wir haben immer auf dem anderen Server gezockt. Oh ja. Beziehungsweise auf dem gleichen Server, aber auf einer anderen Map. Ja, ich mache uns mal Holzknöpfe, weil ich finde das irgendwie übel geil, dass man das jetzt machen kann. Und man kann auch. Ich mach dir auch mal einen mit, ne? Jojo. Okay, da Weißt geht's. du ehrlich nicht, was alles neu gekommen ist? Nicht so ganz, nur Hexenhäuser oder so, ne? Also es sind Hexen generell dazu Ja, gekommen. das ist ganz im Sumpfgebiet, ne? Und Slimes kann man vielleicht jetzt finden und so, glaube ich. Aber ich weiß jetzt noch nicht, was die machen, weil ich habe noch keine gefunden, außer im Die Creative. macht Damage. Die haut dich mit Tränken an und so eine So, Scheiße. ja, stimmt. Dann gibt es Fledermäuse. Ja. Die tun aber irgendwie nichts, glaube ich. Sondern Ach so, stimmt, wir fliegen hatten nur rum. Damage. Dann 6. gibt Ja, ich hör zu. Blumentöpfe, da kannst du Blumen Ja, reinpflanzen, das die habe da. ich auch gelesen. Wie macht man die, weißt du das? Keine Ahnung. Weil das sieht ziemlich nice beim Bauernhaus aus. Ja. Und So. was ich gedacht habe, oder warte. Ich finde es halt sehr nice, dass jetzt Stone-Knöpfe, sag ich mal, also Oh, lol, Steinknöpfe. Spinne. Ja, Steinknöpfe. Hast du mal Weizen oder spontan im Aber Inventar? hier. Nee, aber hier backen gerade zwei Spinnen vor meiner Haustür. Ja, bei mir buggt die nicht, die snack ich gerade mir voll geil weg. Nee. Ich find's geil, dass man jetzt nur noch ein Stone und ein Wood braucht, also Wood generell, um einen Knopf zu machen. Vorher war das, glaube ich, mehr. Ich überlege gerade, was Haben braucht. Stone und Wooden Planks brauchen wir, das weiß Ich ich. überleg gerade, was noch dazugekommen ist. Also, Ach ja, ja, kannst du genau. Minecraft. Ja. Kartoffeln und Mohrrüben dazu gekommen. Kartoffeln? Ach so, Kann man ja. anpflanzen. Ganz lustig, zum Essen bestimmt irgendwas, oder ist Ja, das nur sinnlos? Mohrrüben auch. Sind das so ähnlich wie Melone, wie Kekse? Oder, na, Kekse eigentlich. Keine Ahnung. Okay, Alter, haben wir kein Weizen mehr? Egal, ich farm jetzt. Ich farm, oh Mann, ich bin so voll an LOL gewöhnt, irgendwie, weil ich sagte, farmen und so, snacken und so, das ist, also nicht wundern, aber naja. Ich habe eben den ganzen Tag FIFA gezockt. Ich hab noch kein FIFA und kein PES, aber egal. So. Ich So, muss ja das. sagen, FIFA 12 fand ich jetzt persönlich nicht so nice. Aber es war besser als FIFA 11, finde ich jetzt. Ja, Ich fand, aber das war deutlich für besser PC als nicht. FIFA Für 11. PC nicht. Ich kann ja für PS3 nicht sprechen. Ich zocke ja generell nicht so Ja, gern war das PS3. das. Ich weiß nur, dass auf der PS3 man was machen kann. Bei FIFA sich habe ich von Sarazar gesehen, also Sarazar LP und ja. Oh, Sarata ist so ein Noob, ey, ne? Ich feiere ihn. Ich habe ihn auch abonniert und so. Er ist voll cool. Aber er ist so schlecht. Und das in fast allen Spielen, die er zockt. Janis, du machst dich gerade total unbeliebt, weißt du das? Alter, Okay. sogar ich bin besser als er im Battlefield. Und ich bin sogar voll in Noob. Hallo? Hä, wie können Schweine sich vermehren? Ist das irgendwie voll der geile Bug, dass sie es nicht können? Ich weiß nicht. Mach du Es mal bitte. kann sein, dass du das jetzt mit Mohrrüben machen musst. Teste du mal kurz, ob du das kannst. Vielleicht ist das so ein geiler Pack. Warte, ich gebe dir noch die beiden Nein, letzten. ich habe selber Weizen gehabt. Okay. Nee, Muss weil du sein. kannst ja jetzt, wenn du eine Angel hast, kannst du Ja. dir so Mohrrüben Angeln craften, Aha. wo an der Angel vorne eine Mohrrübe dran hängt und dann kannst du, wenn du die reitest, die damit lenken. Nur so. Nee, das geht nicht mehr. Wahrscheinlich muss man das mit Mohrrüben Und wo machen. findet man Mohrrüben, weil es ist im. In einem NPC-Dorf. Oder in Kisten. Also Okay. die sind dann so angepflanzt. Okay, dann lass uns doch mal, würde ich sagen, erstmal unser Lager aus Sende bauen und dann unser Mega oder so eine geile Erkundungsreise machen, weil da habe ich irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ja. Gut, Spinnen, genau, das wollte ich rauslegen. Zack, zack. Aber Sarazar kann immer noch besser FIFA als ich, ne? Ich bin so ein Noob, ey. FIFA ist ehrlich so.
Ja, das ist voll geil, das Game. Das bringt Fun. Im ersten Moment, du feierst dich so richtig, weißt du, weil du den Gegner so 5-0 plättest und so. Ja, schlimm. Im nächsten Moment, du regst dich so richtig auf. Man regt sich das ganze Spiel nur auf, weil man, weißt du, wenn man nicht gewinnt, ist es wirklich so, das Spiel ist total verbuggt. Die ja. Spieler rennen irgendwie durch, die Spieler durchbacken sich irgendwo lang und so. Also es ist lustig, wenn du gerade, führst. Aber nicht, wenn weißt du hinten liegst, dann regst du dich so auf. Wenn du hinten liegst, Alter, man regt sich so übertrieben auf, das ist richtig scheiße. Das war auch so, meiner Meinung nach macht FIFA Fun, aber nur, wenn man es mit Freunden zockt oder so, weil ja. Ich finde alleine Bock das, naja. Auch online, ne? Ich zock vorhin so online. Also ich bin eigentlich ziemlich gut, weißt du ja. Ja, ich aber weiß aus Erfahrung, so, und ihr auch. So, und ich spiele so die ganze Zeit. Ich bin so viel besser als er, hab so die ganze Zeit Torchancen. Und er führt, gewinnt bestimmt oder so. Regt mich schon so ein bisschen auf, dass ich kein Tor mache, weißt du, so die ganze Zeit mit Ronaldo so die ganze Zeit Latte getroffen und so. Regt mich so richtig auf. Und dann schießt dieser Bastard ein Tor, Alter, und ich lieg plötzlich 1-0 hinten, ich so scheiße. Und in der 90. Minute gleiche ich dann erst aus. Jan, das ist heute ein bisschen auf Beleidigung, nein, Spaß. So. Ja, nein, das ist mehr so in Richtung FIFA. Ich meine, der kann ja nichts dafür, dass er so schlecht ist. Aber ich kann auch was dafür, dass ich voll der Kacknub bin in FIFA. Okay, Jan, das machst du mal mit das Dach, dann geht's schneller. Ja, warte, ich gehe mal gerade Holz farmen, weil ich habe kein Holz. Ich habe 2 Stacks Rohholz im Inventar, du kannst gerne was abhaben. Komischerweise läuft Minecraft ohne Optifine, ohne alle Mods, nur mit dem Default Texture Pack so flüssig wie mit Optifine, mit den ganzen anderen Scheißsachen nicht. Das ist voll lustig. Ja, ist ja klar, wenn du da 1000 Mods drauf. Nein, ich hatte nur Race Minimap, too many items um Optifine. Keine Ahnung, vielleicht ist dein PC einfach zu scheiße. Naja, deswegen bekomme ich auch voll geilen neuen und so. Also keine Ahnung, ob der geil ist, hoffe ich jetzt einfach mal. Oh ja. Aber Assassin's Creed ist richtig geil, das Game. Ich hab's zwar nicht, aber vielleicht tue ich mir irgendwann. Sarah's LP geguckt. Ja, ich hab halt Pete's Meat geguckt, den Sepp hab ich mir dazu geguckt. Finde ich sehr nice, irgendwie das Game. Ich finde das sehr lustig, es ist auch sehr nah an, also nicht unbedingt an Risen angelegt, aber Alter, wie ich mich die ganze Zeit... Grafik ist auch einfach nice. Ja, die ist nice und das ist halt das Geile, wenn man einen richtigen PC hat, dann bockt das viel mehr zu spielen auf einem richtigen geilen PC als auf das so einer PS3, so, wo die Grafik vom Fernseher mehr oder weniger abhängt, und wenn man einen scheiß Fernseher hat, kann man das beste Ding haben, was das, also das andere Ding ist, ne? Das Ding ist so, PS3 macht Fun und so, weil es ziemlich viele haben und du halt einen guten Online-Modus hast bei den meisten Spielen. Ja. Aber PS3 ist einfach so, die Grafik... Ich finde die eigentlich gar nicht so ätzend, um ehrlich zu sein. Ja, aber wenn du einen guten PC hast, weißt du... Dann ist es noch heftiger. Du musst mal gucken, das FIFA-Let's Play von Sarazza ist ja jetzt auf der PS3. Ja, das ist, weil die wollt mit dem FC Mugambi, ja, das habe ich mir zugeguckt, ja. Ich weiß, aber du musst dir das mal angucken und dann musst du mal zu mir kommen und dir das bei mir auf dem PC angucken. Ja. Das ist wirklich so, du denkst du, dass bei Sarazza, das ist irgendwie 2010 oder so. Von der Grafik her meinst du jetzt? Ja, ja. Ja. Das ist... Alter. So wollten wir eine Trennwand reinpacken, ne? Ja, genau in die Mitte halt. Ich krieg mich schon wieder über alles auf. Ey, Janis, ne? Lass mal hier so eine Zweierwand machen, damit die Wand aussehen kann, wie wir es möchten praktisch. Weißt du, was ich meine? Jo. Ah, gut. Und meine Axt ist gleich Schrott. Hast du zufällig eine neue? Ja, die ist jetzt Schrott. Warte. Das ist nur ein Steinschwert, ne? Also deswegen ist nicht so schlimm. Hinter dir. Wo? Also. Danke, hab ich schon aufgenommen. Jan ist nicht bis da. Nicht wundern, wenn... Bis wo denn? Bis hier, glaub ich. Bis hier. Okay. Oder wollen wir so kleine machen und in der Mitte so einen Aufgang bis hier oben ins Dachgeschoss? Ich weiß nicht. Wir hatten das hier schon so angefangen. Deswegen habe ich... Die jetzt hier einfach durchgezogen. Haben wir da so angefangen? Ja. Ich finde das ja ein bisschen mickrig. Lass uns das lieber ein bisschen größer machen. Ich finde das ein bisschen nicer irgendwie. Okay. Na gut. Ach nee, das ist deine Wand. Die musst du so machen, wie du es findest. Ich finde auch diese diese Viererräume ziemlich nice. Also von der Höhe. Aber ich bin jetzt von Dreiern auch ein sehr großer Fan. Aber Vierer sind halt ein bisschen schöner. Also die anderen Vierer, ne? Ach nee, hast du noch genug Wooden Planks da?
Ja. Na gut. Janis, wollen wir vielleicht eine Verbindungstür machen oder sowas? Alter, hier ist jetzt das ganze Holz in meinem. Guck mal, mein Zimmer besteht nur noch aus irgendwelchen Wänden. Könnte ich vielleicht meine Axt wieder haben oder brauchst du die gerade? Nee, nee, brauche ich nicht. 11, 12, 13, warte bei 6. 1, 2. Da, warte, ich baue hier noch kurz. So. So. Lol, bau das mal nicht ab. Hier ist, kommt die Tür rein. Hier. So. Am besten hier kommt die Tür rein, Janis, ne? Ah, lol, ich habe mir voll geil in meinen Arm gestoßen. Aha. Lol, wie groß das ist eigentlich. Das ist doch ziemlich nice von der Größe. Finde ich jetzt. Jetzt muss ich trotzdem nach unten. Habe ich Stone? Ja, warte. Ich mach mal 1, 2, 3. So. Das mache ich nur, damit ich Cobblestone bekomme. Brauchst du nur mal einen Stone, ey, für deine Wand oder so? Nee, ich guck Ey, mal, Janis, ich die Wand lass hier noch. sollte eigentlich bestehen bleiben, aber egal. Nein. Doch. Na, okay, meinetwegen, du kannst. Na, ich habe nur gedacht, dass jeder eine Wand macht. Okay, dann darfst du die Wand hier aber nicht wegreißen, ne? Ja, ich weiß, ich mache hier ja noch was vor. Ach so, ja, meinetwegen ist ja dein. Okay, lass mal wieder pennen gehen. Es wird voll schnell dunkel und so. Wenn Lass man doch über. die Betten hier reinstellen oder uns kurz ein neues machen. Ach, hier soll unser Enchanting-Kram. Ja, okay, warte. Ich brauchte kurz eine Workbench und ich habe voll geil keine Sticks dabei. Boah, Gott, meine Stimme war gestern Boah, im. gestern habe ich mich so die ganze Zeit mit Olli im Chat gefetzt. Weil Das habe ich einmal mitbekommen. er ist so richtig PS3-Junkie, also Na, Janis, kommst, so soll ich dein richtig. Bett mitbringen oder willst Ja, du? ja. Ja, okay. Er ist Ja. halt so übelst der PS3-Junkie, weißt du, PS3 über alles und so weiter. Und Kenn ich. dann kam ich Ja. und hab gesagt, PS3 hatte schlechte Grafik. Und er ist richtig abgegangen, Alter. Abgegangen wie meine Mutter auf dem Kiez. Okay. Ah, herrlich. Okay, ich höre jetzt mal auf, mich über FIFA und PS3 aufzuregen. Ja, aber da haben wir wenigstens was zu labern und was zu diskutieren, deswegen ist das gar nicht so Ja, schlimm. das ist so ein Lebensmotto von mir. Was? Herr, sich zu fetzen oder was? Nö. Nö. Das ist nicht Das was. sagen sie alle. Hast du Fackeln dabei bei dir? Ja, 29. Na gut. Was ich auch sehr nice finde, was voll geil gefixt worden ist, dass man die Holzstämme nicht bei jeder Kleinigkeit fehlen. Also, dass man die voll leicht jetzt setzen kann eigentlich. So schräg und so eine Kran. Ich würde mal ausleuchten, das gerne. Okay. Hier, Mach your noch Bett. meine Wand hin. Ich hab da mal dein geiles Bett hingestellt. Oh, danke. Bitte sehr, du. So, also neues Gesprächsthema. Wir müssen uns auch irgendwann noch mal hier, warte kurz, voll geile Bilder machen und so. Finde ich persönlich, keine Ahnung. Hier ist voll die geile große Wand, das passt da glaube ich ganz gut hin. Ich baue hier mal, lass mal kurz pennen gehen, weil ich baue mein Bett hier einfach irgendwo hin. Ja, ich lieg schon. Ach so. Danke. Hi. Ich glaube, ich mache mir, ich unterteile meinen Raum, glaube ich noch mal. Ich lasse ihn erstmal. Hi, ja, genau. Ich unterteile meinen Raum noch mal voll geil in mehrere Abteile, glaube ich. Alter. Ja, ich auch. So als Beispiel, genau. So, Alter, meine Stimme ist so am Arsch. Das ist also nicht an meinem jetzt, ne? Also. Meine auch. Ich war ja die letzten 3 Tage nicht in der Schule, also heute einschließlich. Sei froh, Mann. Oh Gott, wem? Ach ja, wir haben hier sogar noch ein bisschen Cleanstone. Ich brenne mal noch ein bisschen was. Ja, Oh, mach das. hier ist noch Glas im Ofen. Brauchtest du das irgendwo für? Ich habe gedacht, vielleicht reichen die Fenster nicht aus, aber eigentlich bräuchte ich es jetzt nicht unbedingt. Okay. Wollen wir zur Deko lieber zwei Betten in jedes Zimmer stellen? Also kann ich das machen oder findest du es jetzt ultra schlimm, wenn ich in mein Bett noch ein Bett pack, genau. In mein Zimmer noch ein geiles Bett pack. Ist mir scheißegal, ist ja dein Zimmer. Bockt. Okay, hier ist ein Dreier und ein Einer. Warte, dann pack ich das drin, dann ist das ein Einer. Das kann ja das Arbeitszimmer sein. Das sieht ein bisschen komisch aus mit den Fenstern und soll von außen auch gut aus. Okay, dann passt das so. Wie das ein bisschen, wie wir die Fenster vielleicht ein bisschen anders einteilen sollten, ne? Aber egal. Achso, ich hab's Wieso? genau. Nee, kommt mir so gerade von innen, sieht das teilweise, finde ich, ein bisschen, naja, aus, aber naja, nicht so schlimm. Ich find's okay. Aber Janis, du Man findest, könnte wenn du was. natürlich. Achso, hast du übrigens einen neuen Bildschirm bei deinem PC? Nee, noch nicht. Ja, aber ich glaube, wenn du den hast, dann findest du nochmal die Grafik vom PC geiler, weil ja.
Dann kannst du. Das es ist auch wirklich so, also früher war es ja so, da war, als die PS3 und die Xbox rauskamen, da war ja wirklich nur PS3 gegen Xbox. Ja. Und Xbox ist ja ein bisschen später rausgekommen. Meiner Meinung nach hat die Xbox auch ein bisschen bessere Grafik. Ja. Und aber mittlerweile werden die Spiele für den PC teilweise schon mit einer anderen Engine produziert, weil die PS3 das gar nicht mehr leisten kann. Ja. Von der Grafik her. Ich mach mal eine Tür, ne, für unsere Zwischentür so. Nicht, mach mal zwei, weil bei Dirk muss ja auch noch eine hin, glaube ich. Naja, okay. Ja. Das ist halt, also ich kann ja kurz was zu mir erzählen. Ich habe ja einen PC und ich habe einen Bildschirm seit nicht unbedingt neuester Zeit oder so, auch schon seit ein paar Tagen. Auf jeden Fall, ist das so in Ordnung, Janis? Ich mach da mal voll die Geile und so. So. Ja. Willst du deine Wand aus Holz lassen? Ja, eigentlich schon. Okay. Ja, vielleicht mache ich da noch ein Bild dran, aber es ist ja, ja. Und, ich habe jetzt halt einen Bildschirm, der Full-HD-Grafik leisten kann. Das Dumme ist nur, wenn ich mein Bildschirm auf Full-HD-Grafik einstelle und dann Minecraft spiele, weil ich spiele das ja so halt, dass ich unten eine Leiste habe und oben halt noch eine Leiste, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, Fenstermodus oder so. Ja, ich spiele immer Fullscreen. Ja, ich eigentlich auch, aber trotzdem, das ist halt so mein, ich muss kurz labern, dabei kann ich nicht bauen. Ja, vielleicht doch, das ist halt so eine Kacke, weil ich habe jetzt 1280x1024 Pixel, glaube ich, eingestellt. Und weil ich halt so einen großen Bildschirm habe, sieht das ein bisschen scheiße aus, aber, wenn ich dann halt einen neuen PC bekomme, vielleicht kann ich dann noch auf Full HD Bildschirmgrafik aufnehmen und dann. Ich muss wieder Deutsch lernen, nein, und dass dann halt das Game in-game auch realistisch oder geiler aussieht oder was auch immer. Weil ich spiele mit 90 FPS, ich spiele mit beiden FPS offscreen relativ gleich viel, sag ich. Janis, brauchst du Stone? Ich hab noch. Ich brenne hier gerade welche. Ich hab noch 61, soll ich deine Wand mal beenden kurz? Oder kommt da was Spezielles hin? Nö. Okay, also soll ich beenden? Ja, mach okay. Mal. Mach ich hier den Storm, meine Kiste. Und, ja. Ja, das war eigentlich. Lol, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Quatsch. Cool. Geil, oder? Nö. Nee, deswegen ist mein. Wenn man auch so einen relativ guten Bildschirm hat, sag ich mal, sieht das ein bisschen auseinandergezogen alles aus, weil es halt nicht so gute Grafik ist, weil es sonst zu viel laggen würde. Ach so, ja, genau. Ich spiele auf selber Grafik mit gleich viel FPS. Aufnehmen spiele ich mit jedem. Programm mit jedem Spiel auf 22 FPS, egal ob Full HD, ja halt Full HD, das ist, nervt mich ein bisschen an und ich spiele Offscreen mit gleich viel. So, jetzt laber ich wieder nicht so viel gequälte Scheiße vor mir hin und dann, ja, passt das schon. Du meinst, jetzt bin ich wieder dran, oder was? Ja, meinetwegen, jetzt kannst du anfangen. Nein. Wieder. Nein, also ja, du kannst natürlich schon was labern. Ja, ich habe meine zwei Themen abgearbeitet. Cool. Okay, so. Das war natürlich ein bisschen fail, aber ja. Ach so, ja, was auch noch mal, um noch mal kurz auf FIFA und PES und so zurückzukommen, war Sarazar hat ja, glaube ich, gesagt, dass, also ich glaube, das haben wir vielleicht auch sogar schon gesagt, ich sag's trotzdem noch mal, dass er es eigentlich auf dem PC zocken wollte. Lass ich da ein bisschen, ich kann es ja mit so einer Theke durch, dass er das Game eigentlich auf dem PC zocken wollte. Und das Dumme war, da gab's irgendwie, wie heißt dieses Center, wo man so einen eigenen Feind zur Bundesliga oder wo auch immer hinzufügen kann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es ja dieses irgendwie Crate Center oder irgendwie so hieß das, glaube ich. Gab es das da nicht, deswegen hat er sich entschieden, das für PS3 zu zocken, weil da gab es es und er wollte halt mit seinem Mugambe FC Ding da spielen. Der Sarazar ist so schlecht. Ja, immer halt noch besser als ich. Okay, das ist. Aber guck gut. Dir das mal an, weil wirklich bei FIFA 13 für die PS3 ist es wirklich extrem. Die Spieler sehen so abgehackt aus, wie das 2007 oder so war. Das ist. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, kann man bei der PS3 die Grafik hoch und runter stellen? Ich glaube, das kann man bestimmt irgendwie machen. Ich glaube aber, man kann das speziell machen, wenn man die PS3 mit dem PC verbindet. Dann weiß ich das, glaube ich, dass man es machen kann, aber sonst weiß ich nicht genau. Um ganz ehrlich zu sein. Hast du mal ein Let's Play geguckt? Von was jetzt? Mit der Grafik oder so? Von Sarazar, FIFA. Also, ich glaube, ja, ich habe halt die erste Folge gesehen. Ich bin jetzt nicht so einer, der unbedingt gerne Fußballspiele beim Let's Play zuguckt. Ja, selber. Ich auch nicht, aber ich habe mir das mal einmal angeguckt und also, jetzt wo ich das Spiel selber für den PC habe, ist es wirklich so. Also mein Bildschirm ist ja nicht mehr besonders nice. Ne? Das war so wie mein voriger zum Vergleich. Von der Auflösung. So ein Gammelbildschirm.
Na, halt so ein. Ja, wie groß sind die 50 Zentimeter, die meisten? Aber das ist halt nicht so länglich, das ist mehr hoch und das ist mehr quadratisch, glaube ich. Jedenfalls war mein Alter so und Ja, deiner sieht ziemlich ich gleich weiß aus. nicht, wie viel Zoll der ist, aber. Meiner habe ich ausgemessen, da war 50, der hier ist 60, aber der hat halt eine bessere Grafik-Engine drin, sag ich mal. 60 Zoll. 60 Zoll? Hä? Du Nein! meinst. Ach so, ja, nein, du Honk. nee, der hier. Alles klar. Meiner hat 24, bin ich der Meinung. Ich Ich weiß glaube, gar das nicht, kommt für mich. ich glaube, meiner hat nicht mal 20, meiner hat. Keine Ahnung. 20, ja. 1 Zoll ist dann ungefähr 3 cm, schätze ich jetzt einfach mal. Ich will das jetzt nicht ausmessen. Oh ja, ich auch nicht. Ist es schlimm, Fischeri. wenn ich meine Fenster hier verändere? Ja, von außen schon ein bisschen, um ehrlich zu sein. Warte, ist es schlimm, wenn ich das so mache und da dann.